Also allererstes gucken wir uns an, eine Relation. Eine Relation ist eine Beziehung zwischen Mengen. Wir haben jetzt irgendein Alphabet gegeben, wie immer mit Sigma bezeichnet, und wir haben irgendeine Sprache gegeben, also einfach eine Teilmenge von Sigma Stern. Dieser Kringel wird typischerweise mit Tilde bezeichnet, Tilde L oder Schlange L. Das ist eine Beziehung oder eine Relation auf Sigma Stern Kreuz Sigma Stern. Und zwar definieren wir das wie folgt. Zwei Elemente oder zwei Wörter stehen genau dann in Beziehung zueinander. Das kennzeichnet man dann so. V steht in Beziehung zu W bezüglich dieser Relation Tilde L. Genau dann, wenn ich an V was dranhänge und dann in L lande, dann gilt das Gleiche für das W. Oder es gilt halt beides nicht. Und zwar gucken wir uns die folgende Sprache an. L sei die Sprache, die Menge aller Worte aus W aus A, B Stern. Und die Anzahl der A in dem Wort W ist kongruent 1 modulo 3. Das heißt, alle die Worte gehören zur Sprache, deren Anzahl des Zeichens A dividiert durch 3 den Rest 1 ergeben. Einfach, ich liste einfach ein paar auf. Worte aus L sind zum Beispiel das Wort A oder das Wort BAB. Wenn ich die Anzahl der A's nehme und durch 3 teile, dann bleibt der Rest 1. Ja, ganzzahlige Division ist das hier durch 3. Oder wenn ich beispielsweise nehme BABABABA. Auch das wäre ein Wort der Sprache, weil ich habe viermal das A da drinne. Durch 3 geteilt gibt den Rest 1. Wir könnten auch 16. Ist auch ein Wort der Sprache. Wenn ich 16 mal das A nehme, wenn ich 16 durch 3 dividiere, Division mit Rest, dann kommt da genau die 1 raus. Was bedeutet das jetzt für diese Sprache? Ja, wenn wir uns jetzt dieses Tilde L angucken für dieses L hier unten. Wie sieht Tilde L für diese Sprache L aus? Also ich stelle jetzt immer die Frage, steht ein Wort in Beziehung oder in Relation zu einem anderen Wort? Nehmen wir mal das Wort bestehend aus einem A und das Wort bestehend aus. Steht A in Relation zu A Quadrat B? Wenn das der Fall ist, dann muss für beliebige Wörter muss gelten. Naja, wenn ich an das A was dranhänge, dann muss ich in N landen. Und wenn ich das Gleiche an das W dranhänge, dann muss ich auch in L landen. Das gilt also genau dann, wenn für alle x aus Sigma Stern AX aus L, genau dann, wenn A BX aus L gibt. Ist das der Fall? Oder gibt es vielleicht ein x, sodass ich einmal drin liege und einmal nicht drin liege? Wenn ich beispielsweise x gleich AA nehme, gilt das Folgende. Wenn ich mir das hier angucke, dann ist AX gleich dreimal das A. Das ist auf der einen Seite. Auf der anderen Seite steht AABX. Das ist dann AABAA. Das dreimal das A? Nein, das ist nicht in der Sprache. Aber wenn ich 3a mit Division durch 3 mit Rest verarbeite, dann kommt da die 0 raus. Und hier habe ich viermal das A. Wenn ich das mit Division durch 3 mit Rest mache, dann kommt da genau 1 raus. Das heißt, das Ding ist in A und die andere Seite nicht. Das heißt, folglich sind die beiden nicht in Relation zueinander. Oder wenn wir, zweites Beispiel, wenn ich das nehme, ABA, steht das in Relation zu diesem Wort hier, A hoch 3, B Quadrat, A hoch 2. Da wird es jetzt schwierig, ein x zu finden, sodass ich genauso argumentieren kann wie hier. Für hier gilt nämlich, für alle x gilt in der Tat, wenn ich ABA x betrachte und wenn ich dann in L liege, das ist genau dann der Fall, wenn auch das hier in L liegt. Da finden wir jetzt kein Beispiel. Das heißt, das gilt in der Tat. Mit diesen Dingen, das ist ein bisschen unhandlich. Das ist nicht immer ganz einfach zu bedienen, dieses Tilde L, aber es ist halt ein wichtiges Instrument. Das ist eine Relation. Und es ist auch eine besondere Relation. Und zwar, dieses Tilde L hat die Eigenschaft, dass es eine Äquivalenzrelation ist. Und eine Äquivalenzrelation ist eine Relation, die noch bestimmte Eigenschaften hat. Tilde L ist einmal, ist reflexiv, ist symmetrisch. Und ist transitiv. Eine Relation ist reflexiv, wenn ein Element zu sich selbst in Beziehung steht. Das heißt, es gilt für alle x aus, nee, nehmen wir mal v. Für jedes beliebige Wort gilt, dass v zu sich selbst in Beziehung steht. Ja, wenn man sich die Definition von diesem Tilde L anguckt, dann muss man da nicht viel zeigen, dass wenn ich an die linke Seite was dranhänge, dann lande ich genau dann in der Sprache, wenn ich an die rechte Seite was dranhänge, weil die halt beide gleich sind. Das Ding ist auch symmetrisch. Das heißt, es gilt, ja, wenn v Tilde LW gilt, dann gilt auch W steht in Beziehung zu V, also dass ich die beide einfach vertauschen kann. Und das Ding ist transitiv. Das haben nicht alle Relationen. Also wenn Sie beispielsweise die kleiner Beziehung nehmen, auch das ist eine Relation, die ist beispielsweise nicht symmetrisch. Transitiv ist es immer dann, wenn gilt, T steht in Beziehung zu V und V steht in Beziehung zu W. Ja, dann gilt auch, dass T in Beziehung zu
W steht. Das heißt, das ist transitiv. Das sind die drei Eigenschaften, die eine Äquivalenzrelation ausmachen. Und unsere Relation, die wir jetzt hier ausgeguckt hatten, tilde L, hat genau diese Eigenschaften. Zur Äquivalenzrelation gehört noch der Begriff der Äquivalenzklasse. Eine Äquivalenzklasse beinhaltet alle die Worte, die zueinander äquivalent sind. Also beispielsweise diese beiden Worte hier in dem Beispiel, was wir hatten, die liegen in einer Äquivalenzklasse, weil die äquivalent sind. Diese beiden Worte hier, hatten wir gezeigt, die stehen nicht in Relation zueinander. Darum liegen die auch in unterschiedlichen Äquivalenzklassen. Äquivalenzrelationen haben halt die Eigenschaft, dass sie die zugrunde liegende Menge in ein System von Äquivalenzklassen einteilen. Also tilde L teilt als Äquivalenzrelation die Menge Sigma Stern in Äquivalenzklassen ein. Zu einem Wort W aus Sigma Stern, das bezeichnet man dann meistens mit so eckigen Klammern. Da schreibe ich unten dran die Relation, über die ich rede. Und das ist die Menge aller Worte, die äquivalent sind zu diesem W hier. Gucken wir uns das auch mal an für das Beispiel, was wir da eben hatten. Das ist die Sprache aller W aus Sigma Stern. Die Menge aller Worte, deren Anzahl der A geteilt durch 3 den Rest 1 ergeben. Zu L gibt es genau drei Äquivalenzklassen, und zwar die folgenden. Es gibt die Worte, die äquivalent sind zum Epsilon, also alle die Worte, die bei Division durch 3, also die Anzahl der A's, dividiert durch 3, den Rest 0 ergeben. Diese Äquivalenzrelation ist ja dadurch definiert, ich kann an das eine Wort was dranhängen und an das zweite Wort was dranhängen, und genau dann, wenn ich in beiden Fällen in der Sprache liege oder halt rausfalle, dann sind sie äquivalent zueinander. Ja, und das Epsilon enthält 0a, ergibt also bei Division durch 3 den Rest 0. Ja, und das gleiche würde sich ergeben, wenn ich beispielsweise 3a hätte, 6a hätte. Immer wenn ich da was dranhängen will, dann bleibe ich halt immer genau drin in der Sprache oder nicht. Die zweite Klasse, die sich ergibt, ist sozusagen der Rest 1, den ich habe. Und die dritte Klasse, nicht schwer zu erraten, ist der Fall, dass ich den Rest 2 habe. Das Ding, was ich hier vorne reinschreibe, das ist ein Repräsentant. Also beispielsweise, es gilt, Epsilon ist äquivalent zu 3 mal A oder Epsilon ist äquivalent zu A hoch 27, B hoch 153. Es kommt nur auf die Anzahl der A an, und den Rest, den ich erhalte, wenn ich durch 3 dividiere, das ist jeweils 0. Hier haben wir 0, hier haben wir auch 0. Was ich dann hier vorne reinschreibe, das ist einfach nur ein Repräsentant für die Bezeichnung dieser Äquivalenzklasse. Ich könnte auch diesen Wert hier hinschreiben als Repräsentanten.